Bernstein. Ein ganz besonderer Stein. Mit erstaunlichen Eigenschaften. Ein Stein voller Magie, der sogar Leben einschließt. Einst heiß begehrt bei den Mächtigen der Welt. Vom berühmten Bernsteinzimmer der russischen Zaren bis zum Grab des Pharao Tutanchamun. Ein Skarabäus aus Bernstein. Diese Bernsteinkette wurde mit der sogenannten Goldmaske des Agamemnon im griechischen Mykene ausgegraben. Das Unglaubliche, der Bernstein in den Herrschergräbern könnte, nach Laboranalysen, von der Ostseeküste stammen. 4000 Kilometer Wegstrecke von Ägypten entfernt. Gibt es etwa eine uralte Verbindung zwischen der Wüste und dem Nebelland? Zwischen dem Nil und der Ostsee? Gab es geheime Handelswege, die die Enden der damals bekannten Welt verknüpften? Einer will es wissen, der Schleswiger Archäologe Timo Ibsen, Grabungsleiter im Samland an der Bernsteinküste. Welche Rolle spielte Bernstein im frühen Europa? Und das sind diese kleinen Stücke, die der Motor dieser Entwicklung sind. Ibsen macht sich auf den Weg. Auf der Spur eines florierenden Welthandels in der Bronzezeit. Für die Bernsteinhändler vor über 3000 Jahren war es eine gefährliche Reise, die auch quer durch Deutschland führte. Archäologe Timo Ibsen ist einem Phänomen auf der Spur. An verschiedenen Orten im Mittelmeerraum wurde Bernstein gefunden, der von der Ostsee stammt. Bei seiner Forschungsreise stößt er auf die mächtigen Zentralen des Bernsteinhandels in der Bronzezeit. Hieroglyphen offenbaren, es muss eine Verbindung zwischen der Ostsee und dem Land am Nil gegeben haben. Und das vor 3500 Jahren. Denn auch am Hof der Pharaonen war Bernstein bekannt und begehrt. Alles hatte mit einem magischen Stein im Tempel meines Vaters begonnen. Einem geheimnisvollen Stein, der brennen kann. Der im Wasser schwimmt und nicht versinkt. Und der sogar die Fähigkeit besitzt, Leben zu bannen. Was sagt ihr, mein treuer, ergebener Priester? Der Stein stammt von den Göttern, großer Herrscher. Von den Göttern, sagt ihr? Ja, Pharao, eine andere Erklärung gibt es nicht. Und so sandte uns mein Vater, der große Pharao, den Ursprung des göttlichen Steines zu finden. Horus, den weisen Priester, Meri, seinen tapfersten Krieger und mich, seinen Sohn. Wir überwanden glutheiße Wüsten. Dann empfing uns das tobende Meer und schüttelte uns mit erbarmungsloser Gewalt. Doch die größte Prüfung stand uns noch bevor. Berge, wie wir sie noch nie zuvor gesehen hatten. Ohne unseren mykenischen Führer, der ein geheimnisvolles Siegel aus Bernstein bei sich trug, wären wir verloren gewesen. Endlich waren wir in die Nähe einer Stadt gelangt, in der man, so sagte uns der Mykener, um den Ursprung der brennenden Steine wusste. Einer alten Sage nach lag nördlich der Alpen im heutigen Bayern einst eine unermesslich reiche Stadt. Und die alte Legende hat sich auf überraschende Weise bewahrheitet. Die Spuren der Bernsteinhändler haben den Archäologen Timo Ibsen nach Bernstorf geführt. Weil hier, auf einem unscheinbaren Berg über den Flussauen der Amper, erstaunliche Schätze gefunden wurden. Eine der ältesten Kronen Europas. Ein Siegel mit mykenischer Schrift und ein in Bernstein geritztes Antlitz.
Diese einzigartigen Bernstein- und Goldobjekte von Bernstorf zeigen ja schon, dass hinter der Legende der unermesslich reichen Stadt tatsächlich eine historische Wahrheit stecken könnte. Ich bin also sehr gespannt, was hier bei den aktuellen wissenschaftlichen Grabungen noch zum Vorschein kommt. Schon jetzt deutet aber vieles darauf hin, dass Bernstorf einer dieser Schlüsselorte der Bronzezeit war und eventuell auch einer der Knotenpunkte auf der Bernsteinstraße. Dies will der Archäologe herausfinden. Dabei steht das wissenschaftliche Projekt Bernstorf noch vor vielen ungelösten Rätseln. Wie kann es sein, dass es auf diesem gigantischen befestigten Plateau kaum Siedlungsspuren gibt? Mithilfe der geophysikalischen Prospektion sucht man nach Antworten. Mit Magnetik und Radar schaut Arno Patzelt dem Waldboden unter die Haut. In der Hoffnung, im heutigen Wald von Bernstorf nach den spektakulären Gold- und Bernsteinfunden auch Spuren einer versunkenen Stadt zu entdecken. Und tatsächlich, das Computerbild zeigt Anomalien im Boden, die der Spezialist Patzelt als Wälle und Gräben identifiziert. Eigentlich die Verteidigungsanlage einer gewaltigen Stadt. Und so könnte sie ausgesehen haben. Wall und Graben umschließen auf 1,6 Kilometer Länge eine Ansiedlung auf dem Plateau von Bernstorf. Für die Bronzezeit sind das gewaltige Ausmaße, vergleichbar mit denen Mykenes. Das spricht für ein überregionales Zentrum des Fernhandels. In der letzten Nacht, bevor wir endlich die mächtige Stadt betreten sollten, schlief ich unruhig. Der Mykener und sein geheimnisvolles Siegel ließen mir keine Ruhe. Er schien völlig unbeweglich dazuliegen. Irgendetwas stimmte nicht. Wacht auf! Horus, so wacht doch auf! Er ist weg! Der Mykener ist weg! Er ist noch nicht weit gekommen. Nein! Etwas Unfassbares war geschehen. Die ganze Stadt stand in Flammen. So kurz vor dem Ziel waren all unsere Hoffnungen zerstört. Bei ihren Grabungen nach der versunkenen Stadt stoßen die Archäologen auf die Reste von verkohltem Holz. Die Befestigung muss abgebrannt sein. Das Problem: Ein Teil der Anlage ist vor Jahren einer Kiesgrube zum Opfer gefallen. Das erschwert den Wissenschaftlern die weitere Erforschung des Areals. Das 3D-Modell zeigt, wie sich die Kiesgrube in das Plateau geschnitten hat. An dieser Stelle hatte zuvor ein Hobbyarchäologe den Bernstorfer Schatz entdeckt. Zepter und Krone aus Gold mit typisch bronzezeitlicher Verzierung, dem Sonnensymbol. Ein Bernstein mit eingeritzten Schriftzeichen. Und ein rätselhaftes Bernsteingesicht. Das pure, weiche Gold schmückte wahrscheinlich einmal eine Götterstatue. Solche Kultfiguren kannte man bisher nur aus der mykenischen Kultur. Starke Indizien für einen Kontakt vor 3500 Jahren zwischen dem einstigen Bernstorf und der Großmacht am Mittelmeer. Der Abdruck des Bernsteinsiegels gibt weitere Hinweise. Gut ist ein Gesicht zu erkennen. Damit wurden vielleicht Verträge besiegelt. Ist es das Gesicht eines Herrschers? Genauso spannend das zweite Objekt. Rüdiger Krause erkennt Schriftzeichen. Panwati, das ist ein Name. Kann man das direkt mit dem Bernsteinhandel vielleicht in Verbindung bringen? Das sind ja Schriftzeichen, ja. Linear B Schriftzeichen. Und das können und das kann nur von einem Mykene hier vor Ort gemacht worden sein.
Mykenische Schriftzeichen auf einem Bernsteinsiegel. Und ein rätselhaftes Antlitz, das ebenfalls Zeichen trägt. Auf der Rückseite Lanze, Rad und eine mykenische Doppelaxt. Die Siegel beweisen die Verbindung nach Griechenland vor 3.500 Jahren. Aber noch mehr. Es sind nicht nur Gegenstände in der Hosentasche von Punkt A nach B gelangt, sondern hier muss man davon ausgehen, dass Religion, kultische Äußerungen transformiert wurden, dass hier tatsächlich auch Personen oder Personengruppen jetzt aus dem mykenischen Raum hier waren. Und genauso dürfen wir eigentlich davon ausgehen, dass süddeutsche Bronzezeitler natürlich auch in anderen Regionen und warum auch nicht in Mykene waren. Für einen direkten Austausch zwischen Bayern und Mykene spricht auch die frappierende Ähnlichkeit des Bernsteingesichts mit der weltberühmten Goldmaske, die Heinrich Schliemann einst in den Königsgräbern von Mykene fand. Bei diesem Goldfund wurde auch wertvoller Bernsteinschmuck entdeckt. Das griechische Mykene muss eine Art World Trade Center der Bronzezeit gewesen sein. Und Bernstein war dort eines der Schlüsselprodukte. In der Bronzezeit war der Bernstein sicherlich ein Luxusgut mit einem enorm hohen Sozialprestige. Vielleicht vergleichbar mit dem, was Diamanten aus Südafrika heute für uns bedeuten. Er ist mit seinem geringen Gewicht und seinem hohen Wert natürlich sehr, sehr gut als Zahlungs- oder Tauschmittel geeignet. Und ich glaube schon, dass eine Kette aus solchen Perlen in der Bronzezeit eine ganz schön dicke Brieftasche war. Ganz in der Nähe von Bernstorf wurde das Collier von Ingolstadt gefunden. Fast 3000 Perlen aus baltischem Bernstein. Eines der prächtigsten antiken Schmuckstücke. Es ähnelt verblüffend der Schmuckdarstellung auf der weltberühmten Büste der Nofretete. Vielleicht trug auch die prominente Ägypterin Bernstein von der Ostsee. Auch Bernstorf war also in der Bronzezeit wichtiger Knotenpunkt für den Bernsteinhandel. Aber wie ging die riesige Burganlage unter? Wurde sie tatsächlich niedergebrannt, wie die verkohlten Funde nahelegen? Um das zu erforschen, scannt ein Oktokopter den freigelegten Grabungsschnitt am Wall. Der Flugroboter verschafft den Wissenschaftlern perfekte, vibrationsfreie Aufnahmen aus der Luft. Und tatsächlich, durch den Scan wird die Lage der verbrannten Hölzer deutlich und extrem plastisch. Das erleichtert die Rekonstruktion des Bollwerks und der Brandursache. Bernstorf war von einem mächtigen Wall aus Holz und Erde umgeben. Und das auf einer Gesamtlänge von 1,6 Kilometern. An die 50.000 Eichenstämme wurden dafür benötigt. So die Hochrechnungen. Die Forscher vom Bernstorf-Projekt haben ein Stück der Befestigungsanlage nachbauen lassen. Sie wollen wissen, wie der gesamte Wall abgebrannt sein könnte. Es gibt Indizien, dass die gesamte Anlage auf einen Schlag abgebrannt wurde. Mit einem Experiment wollen die Wissenschaftler den Verlauf des Großbrandes rekonstruieren. So leicht brennt die massive Konstruktion nicht. Die Feuerwehr muss mit Brandbeschleunigern nachhelfen. Bei dem Experiment zeigt sich, dass das Feuer gleichzeitig an mehreren Stellen und von innen gelegt worden sein musste. Es scheint so, als ob die eigenen Bewohner und die Bewohner aus der Umgebung ihre Anlage selbst verbrannt haben. Rituell verbrannt, geopfert und damit natürlich den Göttern ein Opfer dargebracht haben. Derzeit scheint es so, dass die Anlage danach nicht mehr wieder besiedelt wurde. Ein flammendes Inferno. 900 Grad heiß. Es muss ein gewaltiger Anblick gewesen sein, als das mächtige Bernstorf in einer Nacht abbrannte und für alle Zeit vernichtet wurde. Am nächsten Morgen. Beweissicherung. Ibsen erkennt, dass die Lehmfassade genauso rot verziegelt ist wie der archäologische Befund aus der Bronzezeit. Es sind ja enorme Temperaturen hier freigesetzt worden, und zwar auf den gesamten 1,5 Kilometern.
Das ist schon intentionell abgebrannt, sehr wahrscheinlich rituell abgebrannt, kultisch vernichtet. Die Stadt war verbrannt und mit ihr das Geheimnis der Steine. Der Mykena blieb verschwunden. Ohne unseren Führer waren wir verloren in diesen weiten, unwirtlichen Wäldern. So seht es doch ein, Horus. Unser Weg ist hier zu Ende. Ja, wie es scheint. Seht, dort oben. Doch im Moment der größten Verzweiflung schickten uns die Götter unerwartete Hilfe. Eine Gruppe von Händlern, die den Weg ins Nebelland kannte. Würden sie uns auf ihre Reise mitnehmen? Schließlich gelang es uns, sie von unseren guten Absichten zu überzeugen. Wir hatten wieder Hoffnung, den Ursprungsort des göttlichen Steins zu finden. Timo Ibsen ist früh aufgestanden. Er hat von Bernstorf aus eine lange Etappe vor sich. Eine Stärkung nach Sonnenaufgang, dann geht es weiter. Er ist unterwegs nach Nebra und dem Kyffhäusergebirge. Und ganz bewusst fährt er Offroad bei dieser archäologischen Spurensuche. Diese tief in die Landschaft eingeschnittenen Hohlwege sind wahrscheinlich die letzten Zeugnisse von alten bronzezeitlichen Handelswegen, die, wie wir heute wissen, quer durch Deutschland führten. Die Breite der Wege lässt darauf schließen, dass die Waren hier auf Pferdewagen und Ochsenkarren transportiert wurden. Und auch wenn das heute gar nicht mehr so aussieht, das sind die Autobahnen der Vorzeit. Etwas abseits der antiken Autobahn fällt dem Archäologen eine mächtige abgestorbene Eiche auf. Ibsen vermutet auf diesem Gelände eine Kultstätte. In der Bronzezeit entrichteten die Menschen an markanten Stellen in der Natur Opfergaben, um die Götter gnädig zu stimmen, mit der Bitte um eine sichere Reise oder vielleicht auch ein gutes Geschäft. Kultplätze waren Bäume, Quellen oder auch Höhlen. Der Zugang zu Mutter Erde. War die Not besonders groß, musste das Wertvollste dargebracht werden: ein Mensch. Hier im Kyffhäuser brachten archäologische Grabungen Hinweise auf rituelle Menschenopfer. Immer tiefer dringt Ibsen in die Kulthöhle vor, denn auf ihrem Grund wurde neben Menschenknochen auch Bernstein gefunden. Auch das ist eine Spur der Bernsteinstraße, die mitten durch Deutschland führte. In dem kleinen Ort Nebra ist man dem Himmel ganz nah. Denn der Name steht für eine astronomische Sensation. Die berühmte Himmelsscheibe von Nebra. Zeitlich einzuordnen wie Bernstorf und Mykene. Auf dem Mittelberg wurde sie vor 3.500 Jahren deponiert. Erstmals wurde ein Abbild des Himmels auf einer Scheibe fixiert. Damit können Sonne, Mond und Sterne in ihrem Verlauf vorhergesagt werden. Weltweit gibt es aus dieser Zeit nichts Vergleichbares. Rund um Nebra haben die Archäologen auch massive Goldobjekte gefunden. Sagenhafter Reichtum in einer eigentlich armen Gegend. Goldene Waffen haben die ägyptischen Pharaonen und die Herrschaft des Vorderen Orients. Und goldene Waffen wie dieses Beil finden wir auch hier in diesen superreichen Gräbern. Das Monopol auf den Handel war der Schlüssel zur Macht und zum Reichtum hier in Mitteldeutschland bis nach Polen.
Wer in der Lage war, Himmelsphänomene vorauszusagen, genoss vor über 3000 Jahren großes Ansehen und damit auch Macht und Einfluss. Wer diese Scheibe besitzt, wer dieses Wissen hat, der hat sicherlich viel Macht auch und der kontrolliert natürlich auch die Bevölkerung, kontrolliert die Kulthandlungen und er kontrolliert die Handelswege. Ganz klar. Dieser Herrscher verfügte über weitest reichende Kontakte. Möglicherweise war er selbst sogar auf einer sehr, sehr weiten Reise, auf der er das umfangreiche Wissen erwarb. Dieses Wissen war von unglaublichem Wert. Es machte ihn zum Herrscher der Zeit. Hatte der Herrscher der Zeit selbst Ägypten besucht und von dort seine Sternenkenntnisse mitgebracht? Hatte er von Händlern darüber gehört? Die Astronomen Ägyptens verfügten über ausgefeilte Sonnen- und Mondkalender und einen genauen Einblick in den Lauf der Gestirne. Dieses Wissen war von ganz praktischer Bedeutung, bestimmte es doch die Zeit der Saat und der Ernte und bewahrte die Menschen vor Hunger. Und mit den Händlern gelangte dieses Wissen in die Länder nördlich der Alpen. Die endlosen Wälder schienen uns zu verschlingen, je weiter wir nach Norden kamen. Nur selten trafen wir auf Menschen, nur wilde Tiere, vor denen ich mich fürchtete. Doch unsere neuen Gefährten waren mit diesem Urwald vertraut. Sicheren Schritts führten sie uns durch die Wildnis. Doch Meri, unser treuer Krieger, misstraute den bleichen Fremden. Er glaubte nicht mehr daran, dass wir das Nebelland jemals erreichen würden. Verzeiht, er ist sehr eigen. Ist er denn ein guter Krieger? Ja, es gibt keinen besseren. Was bedeutet dieses Zeichen? Es steht für die großen Berge. Ich war noch nie auf den großen Bergen. Dafür kennt ihr andere Dinge. Ihr wart im Nebelland. Und dieses Zeichen? Das steht für die Sterne am Himmel. Für die Menschen der Bronzezeit hatten Himmelserscheinungen immer eine religiöse Bedeutung. Auch ihre Verehrung für den geheimnisvollen Bernstein war davon geprägt. Bernstein ist weit mehr als schöner Schmuck. Er hat sicherlich neben seinem materiellen Wert noch eine andere Bedeutung gehabt, eine eher symbolische, eher kultische, kann man sagen vielleicht. Er fängt ja das Licht der Sonne wunderbar ein, ist, ja, man kann sagen, ein Stein der Sonne. Er hat sicher auch im Sonnenkult eine Rolle gespielt. Er hat sicher über seinen materiellen Wert hinaus eine andere Bedeutung noch gehabt, die noch gar nicht abzusehen ist. Unweit von Nebra wurde in Gosek ein vorzeitliches Sonnenobservatorium rekonstruiert, das wohl älteste der Welt. Mit exakten Visierlinien der Sonnenwänden durch die Toröffnungen. Ein Woodhenge in Mitteldeutschland. Sehr lange vor Stonehenge und der Himmelsscheibe. Ein erstaunlicher Wissensstand in einer damals sehr dünn besiedelten Gegend. Aber nicht nur das. Im heutigen Brandenburg wurden auch enorme Reichtümer entdeckt, wie der Eberswalder Goldschatz mit einem Gewicht von nahezu 3 Kilo. Ein Indiz für den Verlauf der Bernsteinstraße ist für mich auch der Schatzfund von Eberswalde, der größte bronzezeitliche Schatzfund Deutschlands. Wo so ein Schatz auftritt, wo so viel Reichtum akkumuliert wird, da muss auch Handel gelaufen sein. Da muss es Handelswege gegeben haben und die hat jemand kontrolliert und so hat er diesen Reichtum angehäuft. Nicht ganz so spektakulär, aber ebenfalls ein Beleg für die neuen reichen Eliten, der Schatz von Neustrelitz.
Neben Bernsteinperlen, Glasperlen aus Ägypten, unglaubliche Luxuswaren. Ein Geschäft, für das die Händler sogar ihr Leben riskierten. Es war der 338. Tag unserer abenteuerlichen Reise und wir litten schrecklichen Hunger. Mein neuer Gefährte und ich hatten die Gruppe verlassen, um zu jagen. Das Land wurde immer rauer, die Luft immer kühler. Doch da war noch etwas Unheimliches. Ich spürte es. Wir waren nicht allein. Wir mussten auf der Hut sein. Ich hatte die Angst bei unseren Gefährten gerochen. Seht, hier. Oh nein, so viele. Frauen und Kinder. Selbst die Hethiter hätten mehr Anstand. Grausam. Es werden nicht die letzten sein, die wir sehen. Komm, gehen wir zurück. Eingeschlagene Schädel. Stumme Zeugen eines Massakers. Die Detlef Janssen, der Landesarchäologe von Mecklenburg-Vorpommern, dem Kollegen aus Schleswig präsentiert. An den Ufern der Tollense fanden sich auch die dazugehörigen Waffen, wie diese Holzkeule. Für Detlef Janssen eindeutige Belege für einen Gruppenkonflikt. Eine Pfeilspitze steckt noch in einem Oberarmknochen. Die Datierung der Holzwaffen ergab den Todeszeitpunkt der vor allem jungen Männer. 1250 vor Christus. Die Zeit Tutanchamuns. Was passierte damals im Nordosten Deutschlands? Gibt es einen Zusammenhang mit dem Bernsteinhandel? Timo Ibsen will sich die Sache mit den Leichen von den Ufern der Tollense genauer ansehen. Der Lauf des Flusses ist naturbelassen. Zum Glück für die Spurensuche der Archäologen. Als erstes Erkundung mit dem Mini-Helikopter. Die Tollense ist einer dieser vielen Flüsse Norddeutschlands, die direkt zur Ostsee führen und damit natürlich auch direkt zum Bernstein, also zum Gold des Nordens. Taucher machen sich fertig für eine weitere Suche im Fluss, der hier schon etliche Skelettteile freigegeben hat. Schaut noch mal genau an der Stelle, wo gestern diese hervorragenden Funde gekommen sind. Das ist etwa 15 Meter links von der Stange dort. Thomas Thierberger untersucht seit Jahren diesen Flussabschnitt. Der Greifswalder Professor hofft, dass den Tauchern noch mehr Funde gelingen, um das tödliche Geschehen rekonstruieren zu können. Das trübe Wasser und die Strömung erschweren die Arbeit der Knochenjäger, deren jeweiliger Einsatzort mit Bojen markiert ist, damit Fundstellen genau identifiziert werden können. Über Wasser steigt die Spannung. Habt ihr Funde entdeckt? Sie haben. Die Knochen sind dunkel gefärbt durch die jahrtausendelange Lagerung im vermoorten Ufer. Ja, man sieht's wieder. Die Oberfläche im Prinzip hervorragend erhalten. Ja, das sieht man, glaube ich, sehr schön. Kräftige Oberschenkel. Und die stammen von großen, jungen Männern. Ebenso wie Rückenwirbel und Fingerknochen. Und es werden immer mehr. Wenn Sie bedenken, dass wir hier gerade mal kleine Fenster in ein ganzes Flusstal hineingeschnitten haben und dort einen Einblick in die Fundsituation bekommen, so ist es nicht ausgeschlossen, dass hier Hunderte oder sogar über 1000 Individuen ihren Tod gefunden haben. Und das bedeutet 1000 Einzelschicksale. Man fragt sich, ist es eine Frau, ist es ein Kind, was hier einem Unglück zum Opfer gefallen ist? Man überlegt sich, ist es erstochen oder erschlagen worden oder ist es einfach nur ertrunken, als sie auf der Flucht waren. Ja, das ist schon, man kann sich seinen eigenen Film selbst im Kopf abspielen. Es ist wie Kopfkino. Mhm. Jeder Wirbel ist ein Kopfkino.
Die Schlacht im Tollensetal. Wer kämpfte gegen wen? Waren es zwei unterschiedlich bewaffnete Gruppen? Holzkeulen gegen Bronzepfeile? Einheimisches Fußvolk gegen fremde Reiter? Ging es hier an einer Furt um die Kontrolle eines überregionalen Handelswegs zur Bernsteinküste? Ich kann nur erahnen, was meinen Gefährten in diesem grausamen Land zugestoßen ist. Es muss ein Überfall von Reitern gewesen sein. Denn wir haben Abdrücke von Hufen entdeckt. Die entsetzlichen Spuren des Kampfes erzählten uns das Ende meiner treuen Freunde. Ich bin sicher, Meri hat sich tapfer gewehrt. Bis zum letzten Atemzug. Keiner hat überlebt. Auch die Händler aus dem Nebelland wurden getötet. Den alten Priester fand ich sterbend. Der Anblick brannte sich in meine Seele ein. Der Stein. Die Grabung im Uferbereich der Tollense ist extrem schwierig. Der Hauptfeind der Archäologen ist Wasser. Dafür werden sie aber mit exzellenten Erhaltungsbedingungen belohnt. Auch hier stoßen sie auf Schädel, Knochen und Zähne. Die Isotopenanalyse der Zähne zeigt, dass es Hirseesser waren, die hier starben. Und die gab es in der Bronzezeit zunächst nur im Süden, zum Beispiel im Alpenvorland, wie Bernstorff. Gehörte dieser Zahn einem fremden Krieger aus Süddeutschland? Gewalt hat seit den Anfängen der Menschheit eine Rolle gespielt. Aber mit der Bronzezeit und dem Tollensetal gewinnt dieses Kapitel wirklich eine neue Dimension. Hier fassen wir zum ersten Mal gewalttätigen Konflikt mit einem Ausmaß, wie er vorher so uns aus der Archäologie nicht bekannt ist. Die Tatsache, dass wir hier in so großer Zahl Menschenreste fassen, die Tatsache, dass in der Zeit kurz danach die ersten Schilde, Brustpanzer und Verteidigungswaffen auftreten, zeigt uns, dass wir in einer Zeit sind, wo die Krieger sich als eine Gruppe stärker professionalisieren. Wir sind am Vorabend dieses Prozesses und fassen hier im Tollensetal die Anfänge, ja, des Krieges in dieser Dimension in Mitteleuropa. Über den Grund des Krieges im Tollensetal kann man nur spekulieren und auf neue Funde hoffen. Freiwillige Helfer aus der Nachbarschaft unterstützen die Archäologen. Sie haben die ersten Entdeckungen hier gemacht und damit die Sache überhaupt erst ins Rollen gebracht. Und wieder haben sie den richtigen Riecher. Eine Pfeilspitze. Ein ausgedehnter Wohnwagen dient als Grabungsbüro. Ibsen sieht sensationelle Funde. Bronzeobjekte, die so ähnlich auch in Südosteuropa gefunden wurden. Für die Forscher ist klar, aus dem Süden kamen nicht nur Gegenstände, sondern auch Menschen an die Tollense. Gleichzeitig landen die Taucher einen Volltreffer. Ja, Mensch, das ist ja Metall. Ja. Das ist ja Metallfund. Und wo kommt der her? Massive Spiralen aus Zinn. Ein elementarer Rohstoff für die Menschen der Bronzezeit. Denn ohne Zinn keine Bronzeschwerter. Ja, aber was ist das für ein Material? Typische Importgüter, im technologisch weit unterentwickelten Norden Europas, heiß begehrt. Aber man hat nicht den Eindruck, dass es ein typischer Fingerring oder so ist. Aber das ist ja unglaublich. Landesmuseum Schleswig. Begegnung mit den Wunderwaffen, die vor rund 3000 Jahren schließlich den Norden Europas erreichten.
sicherlich ein Importschlager, Langschwerter aus Bronze, die hier dann kopiert und nachgebaut wurden. Diese Langschwerter kommen um die Mitte des 2. Jahrtausends aus dem Karpatenraum, dem Donauraum, nach Norden. Und sie dokumentieren eine neue Kampfesweise, Kampfestechnik, nämlich es sind Hiebschwerter. Und das sind ja die Kalaschnikows des 2. Jahrtausends, würde ich sagen. Die große Frage ist natürlich mit dem Import von Material und Waffen, was ist denn die Austauschbeziehung? Was kommt denn in den Süden? Wir denken natürlich da an den Bernstein, dass das ein Material ist, der das für eure Leute interessant sein könnte. Die Diskussion wird in der Schatzkammer des Museums fortgesetzt. Bronze und Gold wurden auf alten versunkenen Handelswegen transportiert, die mitten durch Deutschland verliefen. Vom Orient und Ägypten bis nach Skandinavien. Eine erste Globalisierung. Bezahlt wurde mit einer Naturwährung, Bernstein. Der machte die Handelsherren reich. Die Möglichkeit, an einem ganz großen Netzwerk teilzuhaben, das sich über Nebra, Bernstorf, Mykene bis weit in das Mediterraneum erstreckt. Und das sind diese kleinen Stücke, die der Motor dieser Entwicklung sind. Ich habe aufgehört, die Tage zu zählen und die Toten, die uns auf unserem Weg begegneten. Mein Körper gehorchte mir kaum noch. Mein Herz war voll Trauer. Nur der Gedanke an den göttlichen Stein hielt mich aufrecht und trieb mich voran. Es wurde immer nebliger. Weit konnte es also nicht mehr sein, das Nebelland. Trotz starker Indizien bleibt eine letzte Ungewissheit. Stammt das Harz vom östlichen Mittelmeer wirklich aus dem vor Millionen Jahren versunkenen Bernsteinwald an der Ostsee? In einem Labor in Essen kann mit einer neuen zerstörungsfreien Nahinfrarotmethode die Herkunft von Bernstein analysiert werden. Rüdiger Krause möchte wissen, woher der Rohstoff der Bernstorfer Funde stammt. Das Bernsteinsiegel und das rätselhafte Gesicht. Zuerst wird das Siegel mit der mykenischen Schrift untersucht. Und nur wenige Sekunden später das Ergebnis. Es ist tatsächlich aus sogenanntem Sukzinit, dem Material des baltischen Bernsteins. In diesem Labor wurden auch Bernsteinfunde aus Mykene untersucht, mit demselben Ergebnis. Sie stammen von der Ostsee. Und jetzt bekommt auch das Gesicht aus Bernstein eine Infrarotbestrahlung. Und auch dieses Harz stammt von der Bernsteinküste. Der magische Stein für Götter und Könige. Als hätten die Götter meine Gebete erhört, lichtete sich plötzlich der Nebel und vor uns lag ein weites und wildes Meer. Nach über einem Jahr unmenschlicher Strapazen hatten wir das geheimnisvolle Nebelland erreicht. Endlich war ich am Ziel, am Ursprungsort des magischen Steins. Doch freuen konnte ich mich nicht. Das grausame Land hatte mir meine Gefährten genommen. Deswegen bist du hier. Der stumpfe Rohbernstein wird erst durch Bearbeitung zu dem glatten, glänzenden Schmuckstück, das die Menschen seit Jahrtausenden anzieht.
Der Experimentalarchäologe Harm Paulsen bearbeitet Rohbernstein mit den bronzezeitlichen Methoden und Werkzeugen aus Flintstein. Immer feiner wird die Oberfläche abgeschabt. Das versteinerte Baumharz lässt sich gut bearbeiten, auch mit einem feinen Steinbohrer. Diesen Vorzug schätzten sicher auch schon die Juweliere der Bronzezeit. Der letzte Schliff auf Leder. Dabei entstehen hohe Temperaturen, die die Oberfläche des Bernsteins schmelzen lassen. Das macht ihn glänzend und transparent. Ich konnte es kaum glauben. Erst durch die Hände eines Menschen entfaltete der göttliche Stein seine ganze Pracht. Ich wünschte, meine beiden Gefährten hätten diesen Moment mit mir teilen können. Die letzten Kilometer bis zur Bernsteinküste. In wenigen Wochen hat der Archäologe Timo Ibsen im wahrsten Sinne des Wortes eine Strecke erfahren, für die die Händler vor über 3000 Jahren viele Monate, wenn nicht sogar Jahre benötigten. Über 5000 Kilometer entlang einem der ältesten Handelswege der Menschheit. Ein wissenschaftliches Abenteuer geht an der Ostsee seinem Ende entgegen. Endlich am Ziel. Nach dieser langen Reise oder am Anfang, wenn man so will, der Bernstein kommt ja von hier oben und wurde dann über die Bernsteinstraße nach Süden verhandelt. Aber gleichzeitig ist aus dem Süden ja auch was hochgekommen. Es war also ein beidseitiger Austausch, der hier stattgefunden hat. Und besonders interessant finde ich, wie weitläufig das Ganze ist, über welche Strecken das funktioniert hat und wie gut es offenbar auch organisiert war. Und ich glaube, dass neben diesen Handelsgütern vor allem auch andere Sachen transportiert wurden, nämlich Ideen, Technologien, religiöse Ansichten und Nachrichten vor allem. Und dahinter stecken ja Menschen, die diese Wege wandern in beide Richtungen. Und es ist ja die erste Zeit, wo die Menschen so richtig in Kontakt geraten. Wandern, handeln, Kontakte knüpfen, Ideen austauschen. Das alles geschah vor Tausenden von Jahren auf der Bernsteinstraße. Die Magie eines Steines und seine Strahlkraft haben die Menschen in ihren Bann geschlagen. Auf den Bernsteinstraßen kamen die Tränen der Götter in die ganze Welt und die Menschen zueinander. Oberfläche im Prinzip hervorragend erhalten. Ja, das sieht man, glaube ich, sehr schön. Kräftige Oberschenkel. Und die stammen von großen, jungen Männern. Ebenso wie Rückenwirbel und Fingerknochen. Und es werden immer mehr. Wenn Sie bedenken, dass wir hier gerade mal kleine Fenster in ein ganzes Flusstal hineingeschnitten haben und dort einen Einblick in die Fundsituation bekommen, so ist es nicht ausgeschlossen, dass hier Hunderte oder sogar über 1000 Individuen ihren Tod gefunden haben. Und das bedeutet 1000 Einzelschicksale. Man fragt sich, ist es eine Frau, ist es ein Kind, was hier einem Unglück zum Opfer gefallen ist. Man überlegt sich, ist es erstochen oder erschlagen worden oder ist es einfach nur ertrunken, als sie auf der Flucht waren. Ja, das ist schon, man kann sich seinen eigenen Film selbst im Kopf abspielen. Es ist wie Kopfkino. Mhm. Jeder Wirbel ist ein Kopfkino. Die Schlacht im Tollensetal. Wer kämpfte gegen wen? Waren es zwei unterschiedlich bewaffnete Gruppen? Holzkeulen gegen Bronzepfeile? Einheimisches Fußvolk gegen fremde Reiter? Ging es hier an einer Furt um die Kontrolle eines überregionalen Handelswegs zur Bernsteinküste? Ich
Ich kann nur erahnen, was meinen Gefährten in diesem grausamen Land zugestoßen ist. Es muss ein Überfall von Reitern gewesen sein. Denn wir haben Abdrücke von Hufen entdeckt. Die entsetzlichen Spuren des Kampfes erzählten uns das Ende meiner treuen Freunde. Ich bin sicher, Mary hat sich tapfer gewehrt. Bis zum letzten Atemzug. Keiner hat überlebt. Auch die Händler aus dem Nebelland wurden getötet. Den alten Priester fand ich sterbend. Der Anblick brannte sich in meine Seele ein. Timo Ibsen ist früh aufgestanden. Er hat von Bernstorff aus eine lange Etappe vor sich. Eine Stärkung nach Sonnenaufgang, dann geht es weiter. Er ist unterwegs nach Nebra und dem Kyffhäusergebirge. Und ganz bewusst fährt er Offroad bei dieser archäologischen Spurensuche. Diese tief in die Landschaft eingeschnittenen Hohlwege sind wahrscheinlich die letzten Zeugnisse von alten bronzezeitlichen Handelswegen, die, wie wir heute wissen, quer durch Deutschland führten. Die Breite der Wege lässt darauf schließen, dass die Waren hier auf Pferdewagen und Ochsenkarren transportiert wurden. Und auch wenn das heute gar nicht mehr so aussieht, das sind die Autobahnen der Vorzeit. Etwas abseits der antiken Autobahn fällt dem Archäologen eine mächtige abgestorbene Eiche auf. Ibsen vermutet auf diesem Gelände eine Kultstätte. In der Bronzezeit entrichteten die Menschen an markanten Stellen in der Natur Opfergaben, um die Götter gnädig zu stimmen. Mit der Bitte um eine sichere Reise oder vielleicht auch ein gutes Geschäft. Kultplätze waren Bäume, Quellen oder auch Höhlen. Der Zugang zu Mutter Erde. War die Not besonders groß, musste das Wertvollste dargebracht werden: ein Mensch. Hier im Kyffhäuser brachten archäologische Grabungen Hinweise auf rituelle Menschenopfer. Immer tiefer dringt Ibsen in die Kulthöhle vor, denn auf ihrem Grund wurde neben Menschenknochen auch Bernstein gefunden. Auch das ist eine Spur der Bernsteinstraße, die mitten durch Deutschland führte. In dem kleinen Ort Nebra ist man dem Himmel ganz nah. Denn der Name steht für eine astronomische Sensation. Die berühmte Himmelsscheibe von Nebra. Zeitlich einzuordnen wie Bernstorff und Mykene. Auf dem Mittelberg wurde sie vor 3.500 Jahren deponiert. Erstmals wurde ein Abbild des Himmels auf einer Scheibe fixiert. Damit können Sonne, Mond und Sterne in ihrem Verlauf vorhergesagt werden. Weltweit gibt es aus dieser Zeit nichts Vergleichbares. Sie stammen von der Ostsee. Und jetzt bekommt auch das Gesicht aus Bernstein eine Infrarotbestrahlung. Und auch dieses Harz stammt von der Bernsteinküste. Der magische Stein für Götter und Könige. Als hätten die Götter meine Gebete erhört, lichtete sich plötzlich der Nebel und vor uns lag ein weites und wildes Meer.
Nach über einem Jahr unmenschlicher Strapazen hatten wir das geheimnisvolle Nebelland erreicht. Endlich war ich am Ziel. Am Ursprungsort des magischen Steins. Doch freuen konnte ich mich nicht. Das grausame Land hatte mir meine Gefährten genommen. Deswegen bist du hier. Der stumpfe Rohbernstein wird erst durch Bearbeitung zu dem glatten, glänzenden Schmuckstück, das die Menschen seit Jahrtausenden anzieht. Der Experimentalarchäologe Harm Paulsen bearbeitet Rohbernstein mit den bronzezeitlichen Methoden und Werkzeugen aus Flintstein. Immer feiner wird die Oberfläche abgeschabt. Das versteinerte Baumharz lässt sich gut bearbeiten, auch mit einem feinen Steinbohrer. Diesen Vorzug schätzten sicher auch schon die Juweliere der Bronzezeit. Der letzte Schliff auf Leder. Dabei entstehen hohe Temperaturen, die die Oberfläche des Bernsteins schmelzen lassen. Das macht ihn glänzend und transparent. Ich konnte es kaum glauben. Erst durch die Hände eines Menschen entfaltete der göttliche Stein seine ganze Pracht. Ich wünschte, meine beiden Gefährten hätten diesen Moment mit mir teilen können. Wir sind am Vorabend dieses Prozesses und fassen hier im Tollensetal die Anfänge, ja, des Krieges in dieser Dimension in Mitteleuropa. Über den Grund des Krieges im Tollensetal kann man nur spekulieren und auf neue Funde hoffen. Freiwillige Helfer aus der Nachbarschaft unterstützen die Archäologen. Sie haben die ersten Entdeckungen hier gemacht und damit die Sache überhaupt erst ins Rollen gebracht. Und wieder haben sie den richtigen Riecher. Eine Pfeilspitze. Ein ausgedehnter Wohnwagen dient als Grabungsbüro. Ibsen sieht sensationelle Funde. Bronzeobjekte, die so ähnlich auch in Südosteuropa gefunden wurden. Für die Forscher ist klar, aus dem Süden kamen nicht nur Gegenstände, sondern auch Menschen an die Tollense. Gleichzeitig landen die Taucher einen Volltreffer. Das ist ja Metall. Ja. Das ist ja ein Metallfund. Und wo kommt der her? Massive Spiralen aus Zinn. Ein elementarer Rohstoff für die Menschen der Bronzezeit. Denn ohne Zinn keine Bronzeschwerter. Ja, aber was ist das für ein Material? Typische Importgüter. Im technologisch weit unterentwickelten Norden Europas heiß begehrt. Aber man hat nicht den Eindruck, das ist ein typischer Fingerring oder so. Ist doch. Aber das ist ja unglaublich. Landesmuseum Schleswig. Begegnung mit den Wunderwaffen, die vor rund 3000 Jahren schließlich den Norden Europas erreichten. Sicherlich ein Importschlager, Langschwerter aus Bronze, die hier dann kopiert und nachgebaut wurden. Diese Langschwerter kommen um die Mitte des 2. Jahrtausends aus dem Karpatenraum, dem Donauraum, nach Norden. Und sie dokumentieren eine neue Kampfesweise, Kampfestechnik, nämlich es sind Hiebschwerter. Und das sind ja die Kalaschnikows des 2. Jahrtausends, würde ich sagen. Die große Frage ist natürlich, mit dem Import von Material und Waffen, was ist denn die Austauschbeziehung? Was kommt denn in den Süden? Wir denken natürlich da an den Bernstein, dass das ein Material ist, das für eure Leute interessant sein könnte. Die Diskussion wird in der Schatzkammer des Museums fortgesetzt. Bronze und Gold wurden auf alten versunkenen Handelswegen transportiert, die mitten durch Deutschland verliefen.
vom Orient und Ägypten bis nach Skandinavien. Eine erste Globalisierung. Bezahlt wurde mit einer Naturwährung, Bernstein. Der machte die Handelsherren reich. Die Möglichkeit, an einem ganz großen Netzwerk teilzuhaben. Ein Oktokopter den freigelegten Grabungsschnitt am Wall. Der Flugroboter verschafft den Wissenschaftlern perfekte, vibrationsfreie Aufnahmen aus der Luft. Und tatsächlich, durch den Scan wird die Lage der verbrannten Hölzer deutlich und extrem plastisch. Das erleichtert die Rekonstruktion des Bollwerks und der Brandursache. Bernstorff war von einem mächtigen Wall aus Holz und Erde umgeben. Und das auf einer Gesamtlänge von 1,6 Kilometern. An die 50.000 Eichenstämme wurden dafür benötigt. So die Hochrechnungen. Die Forscher vom Bernstorff-Projekt haben ein Stück der Befestigungsanlage nachbauen lassen. Sie wollen wissen, wie der gesamte Wall abgebrannt sein könnte. Es gibt Indizien, dass die gesamte Anlage auf einen Schlag abgebrannt wurde. Mit einem Experiment wollen die Wissenschaftler den Verlauf des Großbrandes rekonstruieren. So leicht brennt die massive Konstruktion nicht. Die Feuerwehr muss mit Brandbeschleunigern nachhelfen. Bei dem Experiment zeigt sich, dass das Feuer gleichzeitig an mehreren Stellen und von innen gelegt worden sein musste. Es scheint so, als ob die eigenen Bewohner und die Bewohner aus der Umgebung ihre Anlage selbst verbrannt haben. Rituell verbrannt, geopfert und damit natürlich den Göttern ein Opfer dargebracht haben. Derzeit scheint es so, dass die Anlage danach nicht mehr wieder besiedelt wurde. Ein flammendes Inferno. 900 Grad heiß. Es muss ein gewaltiger Anblick gewesen sein, als das mächtige Bernstorff in einer Nacht abbrannte und für alle Zeit vernichtet wurde. Am nächsten Morgen. Beweissicherung. Ibsen erkennt, dass die Lehmfassade genauso rot verziegelt ist wie der archäologische Befund aus der Bronzezeit. Es sind ja enorme Temperaturen hier freigesetzt worden, und zwar auf den gesamten 1,5 Kilometern. Das ist schon intentionell abgebrannt, sehr wahrscheinlich rituell abgebrannt, kultisch vernichtet. Die Stadt war verbrannt und mit ihr das Geheimnis der Steine. Der Mykener blieb verschwunden. Ohne unseren Führer waren wir verloren in diesen weiten, unwirtlichen Wäldern. So seht es doch ein, Horus. Starke Indizien für einen Kontakt vor 3500 Jahren zwischen dem einstigen Bernstorff und der Großmacht am Mittelmeer. Der Abdruck des Bernstein-Siegels gibt weitere Hinweise. Gut ist ein Gesicht zu erkennen. Damit wurden vielleicht Verträge besiegelt. Ist es das Gesicht eines Herrschers? Genauso spannend das zweite Objekt. Rüdiger Krause erkennt Schriftzeichen. Hanwati, das ist ein Name. Kann man das direkt mit dem Bernsteinhandel vielleicht in Verbindung bringen? Das sind ja Schriftzeichen, ja. Linear B Schriftzeichen. Und das können und das kann nur von einem Mykener hier vor Ort gemacht worden sein. Mykenische Schriftzeichen auf einem Bernsteinsiegel. Und ein rätselhaftes Antlitz, das ebenfalls Zeichen trägt. Auf der Rückseite Lanze, Rad und eine mykenische Doppelaxt. Die Siegel beweisen die Verbindung nach Griechenland vor 3.500 Jahren. Aber noch mehr. Es sind nicht nur Gegenstände in der Hosentasche von Punkt A nach B gelangt, sondern hier muss man davon ausgehen, dass Religion, kultische Äußerungen transformiert wurden, dass hier tatsächlich auch Personen oder Personengruppen jetzt aus dem mykenischen Raum hier waren. Und genauso dürfen wir eigentlich davon ausgehen, dass süddeutsche Bronzezeitler natürlich auch in anderen Regionen und warum auch nicht in Mykene waren.
Für einen direkten Austausch zwischen Bayern und Mykene spricht auch die frappierende Ähnlichkeit des Bernsteingesichts mit der weltberühmten Goldmaske, die Heinrich Schliemann einst in den Königsgräbern von Mykene fand. Bei diesem Goldfund wurde auch wertvoller Bernsteinschmuck entdeckt. Das griechische Mykene muss eine Art World Trade Center der Bronzezeit gewesen sein. Und Bernstein war dort eines der Schlüsselprodukte. In der Bronzezeit war der Bernstein sicherlich ein Luxusgut mit einem enorm hohen Sozialprestige. Vielleicht vergleichbar mit dem, was Diamanten aus Südafrika heute für uns bedeuten. Er ist mit seinem geringen Gewicht und seinem hohen Wert natürlich sehr, sehr gut als Zahlungs- oder Tauschmittel geeignet. Und ich glaube schon, dass eine Kette aus solchen Perlen in der Bronzezeit eine ganz schön dicke Brieftasche war. Ganz in der Nähe von Bernstorf wurde das Collier von Ingolstadt gefunden. Fast 3000 Perlen aus baltischem Bernstein. Eines der prächtigsten antiken Schmuckstücke. Es ähnelt verblüffend der Schmuckdarstellung auf der weltberühmten Büste der Nofretete. Vielleicht trug auch die prominente Ägypterin Bernstein von der Ostsee. Auch Bernstorf war also in der Bronzezeit wichtiger Knotenpunkt für den Bernsteinhandel. Aber wie ging die auf überraschende Weise bewahrheitet? Die Spuren der Bernsteinhändler haben den Archäologen Timo Ibsen nach Bernstorf geführt. Weil hier, auf einem unscheinbaren Berg über den Flussauen der Amper, erstaunliche Schätze gefunden wurden. Eine der ältesten Kronen Europas. Ein Siegel mit mykenischer Schrift und ein in Bernstein geritztes Antlitz. Diese einzigartigen Bernstein- und Goldobjekte von Bernstorf zeigen ja schon, dass hinter der Legende der unermesslich reichen Stadt tatsächlich eine historische Wahrheit stecken könnte. Ich bin also sehr gespannt, was hier bei den aktuellen wissenschaftlichen Grabungen noch zum Vorschein kommt. Schon jetzt deutet aber vieles darauf hin, dass Bernstorf einer dieser Schlüsselorte der Bronzezeit war und eventuell auch einer der Knotenpunkte auf der Bernsteinstraße. Dies will der Archäologe herausfinden. Dabei steht das wissenschaftliche Projekt Bernstorf noch vor vielen ungelösten Rätseln. Wie kann es sein, dass es auf diesem gigantischen befestigten Plateau kaum Siedlungsspuren gibt? Mithilfe der geophysikalischen Prospektion sucht man nach Antworten. Mit Magnetik und Radar schaut Arno Patzelt dem Waldboden unter die Haut. In der Hoffnung, im heutigen Wald von Bernstorf nach den spektakulären Gold- und Bernsteinfunden auch Spuren einer versunkenen Stadt zu entdecken. Und tatsächlich, das Computerbild zeigt Anomalien im Boden, die der Spezialist Patzelt als Wälle und Gräben identifiziert. Eigentlich die Verteidigungsanlage einer gewaltigen Stadt. Und so könnte sie ausgesehen haben. Wall und Graben umschließen auf 1,6 Kilometer Länge eine Ansiedlung auf dem Plateau von Bernstorf. Für die Bronzezeit sind das gewaltige Ausmaße, vergleichbar mit denen Mykenes. Das spricht für ein überregionales Zentrum des Fernhandels. In der letzten Nacht, bevor wir endlich die mächtige Stadt betreten sollten, schlief ich unruhig. Der Mykener und sein geheimnisvolles Siegel ließen mir keine Ruhe. Er schien völlig unbeweglich dazuliegen. Irgendetwas stimmte nicht. Wacht auf! Horus, wach doch auf! Er ist weg! Der Mykener ist weg! Mächtig in der Welt. Vom berühmten Bernsteinzimmer der russischen Zaren bis zum Grab des Pharao Tutanchamun, ein Skarabäus aus Bernstein. Diese Bernsteinkette wurde mit der sogenannten Goldmaske des Agamemnon im griechischen Mykene ausgegraben. Das Unglaubliche, der Bernstein in den Herrschergräbern könnte, nach Laboranalysen, von der Ostseeküste stammen. 4000 Kilometer Wegstrecke von Ägypten entfernt.
Gibt es etwa eine uralte Verbindung zwischen der Wüste und dem Nebelland? Zwischen dem Nil und der Ostsee? Gab es geheime Handelswege, die die Enden der damals bekannten Welt verknüpften? Einer will es wissen, der Schleswiger Archäologe Timo Ibsen, Grabungsleiter im Samland an der Bernsteinküste. Welche Rolle spielte Bernstein im frühen Europa? Und das sind diese kleinen Stücke, die der Motor dieser Entwicklung sind. Ibsen macht sich auf den Weg. Auf der Spur eines florierenden Welthandels in der Bronzezeit. Für die Bernsteinhändler vor über 3000 Jahren war es eine gefährliche Reise, die auch quer durch Deutschland führte. Der Archäologe Timo Ibsen ist einem Phänomen auf der Spur. An verschiedenen Orten im Mittelmeerraum wurde Bernstein gefunden, der von der Ostsee stammt. Bei seiner Forschungsreise stößt er auf die mächtigen Zentralen des Bernsteinhandels in der Bronzezeit. Hieroglyphen offenbaren, es muss eine Verbindung zwischen der Ostsee und dem Land am Nil gegeben haben. Und das vor 3500 Jahren. Denn auch am Hof der Pharaonen war Bernstein bekannt und begehrt. Alles hatte mit einem magischen Stein im Tempel meines Vaters begonnen. Einem geheimnisvollen Stein, der brennen kann. Der im Wasser schwimmt und nicht versinkt. Und der sogar die Fähigkeit besitzt, Leben zu bannen. Was sagt ihr, mein treuer, ergebener Priester? Der Stein stammt von den Göttern, großer Herrscher. Von den Göttern, sagt ihr? Ja, Pharao, eine andere Erklärung gibt es nicht. Und so sandte uns mein Vater, der große Pharao, den Ursprung des göttlichen Steines zu finden. Horus, den weisen Priester, Meri, seinen tapfersten Krieger und mich, seinen Sohn. Der Archäologe Timo Ibsen ist einem Phänomen auf der Spur. An verschiedenen Orten im Mittelmeerraum wurde Bernstein gefunden, der von der Ostsee stammt. Bei seiner Forschungsreise stößt er auf die mächtigen Zentralen des Bernsteinhandels in der Bronzezeit. Hieroglyphen offenbaren, es muss eine Verbindung zwischen der Ostsee und dem Land am Nil gegeben haben. Und das vor 3500 Jahren. Denn auch am Hof der Pharaonen war Bernstein bekannt und begehrt. Alles hatte mit einem magischen Stein im Tempel meines Vaters begonnen. Einem geheimnisvollen Stein, der brennen kann. Der im Wasser schwimmt und nicht versinkt. Und der sogar die Fähigkeit besitzt, Leben zu bannen. Was sagt ihr, mein treuer, ergebener Priester? Der Stein stammt von den Göttern, großer Herrscher. Von den Göttern, sagt ihr? Ja, Pharao, eine andere Erklärung gibt es nicht. Und so sandte uns mein Vater, der große Pharao, den Ursprung des göttlichen Steines zu finden. Horus, den weisen Priester, Meri, seinen tapfersten Krieger und mich, seinen Sohn. Wir überwanden glutheiße Wüsten. Dann empfing uns das tobende Meer und schüttelte uns mit erbarmungsloser Gewalt. Doch die größte Prüfung stand uns noch bevor. Berge, wie wir sie noch nie zuvor gesehen hatten. Ohne unseren mykenischen Führer, der ein geheimnisvolles Siegel aus Bernstein bei sich trug, wären wir verloren gewesen. Endlich waren wir in die Nähe einer Stadt gelangt, in der man, so sagte uns der Mykener, um den Ursprung der brennenden Steine wusste. Einer alten Sage nach lag nördlich der Alpen im heutigen Bayern einst eine unermesslich reiche Stadt. Und die alte Legende hat sich auf überraschende Weise bewahrheitet.
Die Spuren der Bernsteinhändler haben den Archäologen Timo Ibsen nach Bernstorf geführt. Weil hier, auf einem unscheinbaren Berg über den Flussauen der Amper, erstaunliche Schätze gefunden wurden. Eine der ältesten Kronen Europas, dieses Wissen in die Länder nördlich der Alpen. Die endlosen Wälder schienen uns zu verschlingen, je weiter wir nach Norden kamen. Nur selten trafen wir auf Menschen, nur wilde Tiere, vor denen ich mich fürchtete. Doch unsere neuen Gefährten waren mit diesem Urwald vertraut. Sicheren Schritts führten sie uns durch die Wildnis. Doch Meri, unser treuer Krieger, misstraute den bleichen Fremden. Er glaubte nicht mehr daran, dass wir das Nebelland jemals erreichen würden. Verzeiht, er ist sehr eigen. Ist er denn ein guter Krieger? Ja, es gibt keinen besseren. Was bedeutet dieses Zeichen? Es steht für die großen Berge. Ich war noch nie auf den großen Bergen. Dafür kennt ihr andere Dinge. Ihr wart im Nebelland. Und dieses Zeichen? Das steht für die Sterne am Himmel. Für die Menschen der Bronzezeit hatten Himmelserscheinungen immer eine religiöse Bedeutung. Auch ihre Verehrung für den geheimnisvollen Bernstein war davon geprägt. Bernstein ist weit mehr als schöner Schmuck. Er hat sicherlich neben seinem materiellen Wert noch eine andere Bedeutung gehabt, eine eher symbolische, eher kultische, kann man sagen vielleicht. Er fängt ja das Licht der Sonne wunderbar ein, ist, ja, man kann sagen, ein Stein der Sonne. Er hat sicher auch im Sonnenkult eine Rolle gespielt. Er hat sicher über seinen materiellen Wert hinaus eine andere Bedeutung noch gehabt, die noch gar nicht abzusehen ist. Unweit von Nebra wurde in Goseck ein vorzeitliches Sonnenobservatorium rekonstruiert, das wohl älteste der Welt. Mit exakten Visierlinien der Sonnenwänden durch die Toröffnungen. Ein Woodhenge in Mitteldeutschland. Sehr lange vor Stonehenge und der Himmelsscheibe. Ein erstaunlicher Wissensstand.